Erstmal sollten wir, glaube ich, noch ein paar. Meinst du? Ein paar Bäume suchen. Ja, okay. Wir müssen ja relativ wenig Bäume auf dem Planeten, ja? Hm, ich weiß gerade nicht, welches Biom wir haben, aber. Hm. Naja. Hüpp. So, ja, da wir gerade ein bisschen Wasser sehen, du kannst hier richtig schwimmen. Ja, genau. Das habe ich auch gleich als erstes mitbekommen. Halt. Da unten ist eine Truhe. Da hast du Glück, hier ist gleich eine Zweihandwaffe drin. Das ist zwar nicht die beste, aber sie ist verwendbar. Das Geld nehme ich mal mit. Das kannst du haben. So, wie gehe ich da rein mit E? Jo. Cool. Immerhin habe ich wieder ein Schwert. Ist das hier Red Stimpak? Die Stimpaks haben verschiedene Wirkungen. Bei zweien bin ich mir ganz sicher. Bei den anderen kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Du hast, glaube ich, gerade ein rotes und ein gelbes eingesammelt. Ne? Das gelbe ist. Entschuldigung, dass ich frage, kann man ja vielleicht schneller abbauen, wenn man zusammen drauf rumklappt? Das wäre. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Hm. Hört sich zumindest so an. Oh ja. Also nochmal zu den Syntax zurückzukommen. Das gelbe ist, glaube ich, einfach nur leuchten im Dunkeln. Das rote könnte HP-Regeneration sein über einen längeren Zeitraum. Länger als das Bandagen zum Beispiel machen. Hm. Bandagen stellen ja zurzeit, so wie es aussieht, ungefähr 30 HP wieder her. Ich klau dir einfach das ganze Holz weg. Ja, mach du ruhig. Ja, das ist so typisch wie beim Minecraft dann auch und bei Terraria war es ja auch genauso. Wir haben uns die Sachen halt geteilt. Ja. Hört das doch mal auf zu regnen? Mein Gott. Es kann durchaus sein, dass es hier mal Tage und Nächte durchregnet. Obwohl wir im Hintergrund sehen, dass kaum eine Wolke am Himmel ist. Man kann übrigens, wenn man Control gedrückt hält, noch so ein bisschen die Kamera bewegen. Genau. Jetzt probiere ich mal selber einen Baum alleine. Das dauert deutlich länger. Definitiv. Oh, bei dir dürfte jetzt unten so eine Anzeige aufgeploppt sein. Ja. Hier ist es. Das heißt, Temperatur. Temperatur? Hm. Jedes Biom oder jeder Planet hat eine eigene Tages- und Nachttemperatur. Mhm. Die schwankt in einem bestimmten Bereich und halt auch nachts auch nochmal. Halt um so und so viel Grad runter. Das heißt, du brauchst eine Wärmequelle oder wir brauchen eine Wärmequelle. Ach so, sonst gehen wir hops. Genau, sonst gehen wir ganz einfach hops. Im einfachsten Fall tut's eine Fackel, indem wir uns einfach neben dran stellen. Und wenn du dann ein bisschen näher an die Fackel rangehst, siehst du gleich, dass der Pfeil unten bei dir an der Anzeige wieder in die andere Richtung wandert. Ah. Und es macht es auch anstrengender auf neue Planeten und auch neue Biome zu gehen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Umgebung, das deutet ja Biom in dem Sinne hier, auch einer Mondoberfläche. Da kannst du jetzt nicht zum Beispiel einfach nur so wie wir gerade gekleidet sind hindacken. Du bräuchtest theoretisch von dem, was wir jetzt bis jetzt wissen, halt auch sowas wie ein Raumanzug mit eigener Atmosphäre und den ganzen Quatsch. Kannst du mal dein Ding wieder abbauen? Hat das viel Besseres. Hast du ein Lagerfeuer bastelt? Hat er meine Fackel noch eingesammelt? Oh, Entschuldigung. Naja, ist egal. Warte, ihr kriegst seine. Nee, das sind alle. Verdammt. Ich dachte, er wirft nur eins weg. Nee, der wirft alle weg. So eine Dummsau. So, Crafting. Mal gucken. Wooden Crafting Table. Braucht man 35 Wooden Planks? Was man halt aus Holz herstellt. Da links von dir liegen deine. Moment, so. Danke. Crafting, jetzt habe ich eine Wooden Crafting Table. Soll ich dir auch noch gleich eins bauen? Nee, eher reicht, weil wir dürfen die dann gemeinsam benutzen können. Okay. Dann crafte ich die jetzt mal. Was haben wir noch? Plattform, Hunting Bow, Bandage. Bandage brauche ich. Da brauche ich das Plant Fiber, okay. Ach so, dann können wir den ja jetzt schon bauen. Den Hunting Bow ohne Crafting Table. Oh, mission complete. Well done. Using the crafting table will give you access to a wide range of new recipes. Collecting fuel and visiting a range of places is the best way to find resources. Okay. Das nächste Foto finden. Obtain some alien meat by killing a monster with a bow and cook it on a campfire to produce cooked alien meat. Okay. Klingt gut.
Warte. Ein bisschen die Krams hier wegräumen. Rechtsklick, ne. Also zum Anfang war es so angedacht, dass der, dass du Fleisch und auch Leder von den Tieren, die auf dem Planeten rumlaufen, nur über den Bogen kriegst. Mittlerweile haben sie es ein bisschen angeglichen, dass du auch eine kleine Chance hast, wenn du mit einer Melee-Waffe drauf haust. So. Packed Dirt, Cobblestone, Brick. Mal gucken, dann baue ich mir mal so ein Bow, hä? Was brauchen wir dafür? Fiber. Kannst du auch so bauen, habe ich gerade festgestellt. Mhm. Einfach nur das normale Crafting-Menü aufs Obst. So, braucht man dafür extra Bögen? Nee, brauchen wir nicht. Du meinst Pfeile? Meine ich doch. Nee, hier nicht. Hier gibt es in dem Sinne keine Munition. Das Einzige, was du ändern kannst, ist die Länge der Flugdauer. Wenn du die Taste hier drückt hältst, spannst du halt den Bogen und kannst dann dementsprechend weiter schießen und aber auch stärker. Allerdings ist der Bogen relativ schlecht, weil er vergleichsweise langsam ist und dich dann auch im Bewegungstempo behindert, wenn du läufst. Planks. Okay, wollen wir hier mal ein Haus bauen? Kannst du gerne hier mitten in der Pampa machen. Ich würde es eher da machen, wo wir uns immer wieder runterbeamen. Weil du beamst nicht, wenn du auf dem Planeten runterbeamst, kommst du immer nur an einer Stelle raus. Du kannst bis jetzt noch nicht festlegen. Ich weiß auch nicht, ob das kommt oder auch nicht. Und wo du rauskommst. Okay. Gut, dann nehmen wir es von den Krams wieder mit. Dann gehen wir jagen oder was? Mal kurz aufwärmen hier. Ha. Nettig. Ich geh mir schon ein Stück weit gucken. Oh. Ja, bin voll. Oh. Oh, danke. Campfire sollte man eigentlich auch mitnehmen. Kannst du mir mal hier runterleuchten, damit ich den Gegner treffe? Achso, du nimmst das Campfire. Ja, kannst du gleich behalten. Ich habe zwei, glaube ich, gebaut oder drei. Boah, die hauen jetzt schon rein, du. Ups. Macht nichts. Hab ich sie gekillt. So, dann können wir gleich mal irgendwas ausprobieren, was uns hier vielleicht HP gibt, oder? Mit Essen? Samen, Erze. Ach, Bandagen hast du gesagt, machen HP, ja. Genau. Okay, eine Bandage. Zack. Ah, okay, cool. Das regeneriert dann so um die 30, 35 HP, also so ein Drittel deines Balkens. Mhm. Kannst was pflücken, da kann man essen. Mhm. Und dann halt auch andere, weil meistens kommt auch noch ein Samen raus. Huch. Ah, das kann man kaputt hauen. Oh, jetzt schon. Ja, jetzt nehme ich meine Taschenlampe hier. Irgendwas kann man hier noch mit L und R machen. Mehr linke und rechte Maustaste, aber ich habe keine Ahnung was. Da kannst du quasi Items drauflegen und mit X kannst du dann halt zwischen deiner ausgewählten Waffe und dem, was du auf links und rechts hast, wechseln. Zum Beispiel ich gerade mit Taschenlampe und Schwert mache. Quasi so eine Schnellauswahltaste. Ah, cool. Funktioniert sogar. Dann muss ich bloß immer rechtzeitig auf X drücken. Tja, irgendwie geht ja nicht viel ab auf dem Planeten, ha? Nee, noch nicht. Erst im Behälter und hier drin ist ein größerer. Leider keine Schatzkiste. Okay. Einfach nur rangehen, E drücken und hoffen, dass sie nicht explodiert. Okay. Gloom, da war wahrscheinlich dieses Yellow-Zeugs drin. Genau. Cool. Du leuchtest auch immer dementsprechend dann oder halt hast so einen komischen Schimmer. Mhm. Deswegen gehe ich mir davon aus, dass Gelb halt leuchten ist beim Stimpack. Warte, den werde ich kaputt jagen. Stopp, du Biest! Irgendwie nichts gebraucht. Der war Level 4 und macht ein bisschen viel Schaden. Ah. Schon vorbei. Ja, die halten allerdings nicht sehr lange. Hier haben wir nochmal so ein Teil. Ja. Angefackelt. Zum Glück hast du es nur abbekommen. Ja, sehr schön. Ja, ich finde X nicht, das ist blöd. Ich? Also, nee, da ist das Mikrofon im Weg. Ah, okay. Brauchst du gerade ab? Ich habe keine Bandagen mehr. Braucht bloß noch eine. Wie viel habe ich denn von den Dingern noch?
Gar nichts anscheinend. Da unten ist noch eine große Wasser. Hm, die baue ich ab. Hm. Da fällt es runter. So. Oh, geht sogar das Horn weg, wenn man nicht, wenn ja, man unter Wasser ist. Nett. Ich werde mir mal schnell ein paar Bandagen craften. So. Ich komme nicht hoch. Okay. Wahrscheinlich geht dann am meisten auf dem Hauptplaneten ab. Das ist ja quasi ein Mond davon. Nee, auf dem Planeten, so wie es aussieht, nicht. Das ist ein Gasriese. Und wie wir bis jetzt wissen, auf Gasriesen kann man keine Position beziehen. Soweit habe ich noch nicht reingeguckt in die Karte. Ja, ich wie gesagt, ich habe schon etwas länger gespielt. Ich sehe ein, zwei Sachen schon. Auf jeden Fall ist es dann das Ziel des Spiels, quasi andere Planeten einfach zu besuchen. Und welches Level ist der? Der ist uns nicht feindlich gesonnen. Siehst nur, wenn du die angreifst, dann hast du auch so einen HP-Balken von denen. Okay. Mitten am Bildschirm. Und da steht dann auch das Level 4. Ja, nachts sollte man sich nicht unbedingt mit allem anlegen. Aber ich will das ärgern. Ach, du hast ihn schon wieder kaputt gehauen. Ja, wenn du dann nur noch keine Ahnung, wie viel wenig HP hast. Naja. Okay. Wollen wir noch einen Schluck kalten Kaffee trinken? Da hätte dann kalten Kaffee verbrannt oder was? Nee, ich sitze doch immer so gerne auf meinem Fuß. Mhm. Ah, wir sollten mal langsam wieder ein bisschen aufwärmen, ha? Naja, ich würde aber die Gegner dann in Ruhe lassen an deiner Stelle. Oh. Oh. Jetzt bin ich gerade hier in eine Höhle reingefallen. Ich bin ein Oh, cool. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch am cleversten? Indem ich klettere, hä? Das habe ich nicht gesehen, ich war nämlich noch im Menü drin. Ne? Oh, du hast das Feuer schon aufgebaut, gut. Ja, das ist eingesteckt. Na, dann werden wir hier noch ein bisschen was abbauen. Also bis jetzt ist eigentlich das einzigste Ziel, was du hast, oder was du dem hinterherrennen kannst, eigentlich die Questreihe, die du halt abbekommst. Mhm. Also jetzt gerade halt jagen. Genau. Hast du schon mitbekommen, ob hier die Pflanzen nachwachsen oder sowas? Also nachwachsen in dem Sinne glaube ich nicht. Nur das Einzige, was du bis jetzt machen kannst, ist halt sie direkt anbauen. Hm. Okay. Oh, Kohle. Naja, wohl. Gut. Oh. Was kannst du da mitnehmen? Das sind die Sizilianer. Ja, ja, die kannst du da mitnehmen. Oh, zu spät. Naja, wenn du nicht so nah dran stehen würdest. Ich kann ja auch ein paar Bandagen bauen zum Not. Sag einfach, wenn du welche brauchst. Hui. In so eine Höhle reingehen würdest du auch noch nicht empfehlen, nehme ich an. Naja, es geht. Also, dass sich das Level komplett auf den Planeten beschränkt, ist unter Tage wie über Tage eigentlich immer dasselbe. Mhm. Mal was von den Gegnern her los. Aber das Einzige, wo es halt ein bisschen anstrengender wird, ist nachts. Weil da kommen dann die etwas stärkeren Viecher raus. Okay, ja. Na gut, okay, logisch. Ist ja auch im wahren Leben so. Da kommt dann der Tiger halt in der Nacht. Naja. So. Tja. Müssen wir bald einmal um den Planeten ringsrum sein, ne? Was ist das denn jetzt gemacht? Ja, das glaube ich auch. Das ist eine relativ große Kohle, aber es dauert halt mit dem Scheiß. Immer da. Wenn ich langsam dann mal einmal weitergehen, gucken, dass wir mal eben drumherum kommen, dass wir sehen, ist ja eine Zivilisation oder nicht. Oder halt ein Dungeon oder irgendwie sowas in der Nähe. Okay. Halt auf der Oberfläche des Planeten ist. Rennen kann man dann dem Spiel nicht. Warte mal, hier ist noch eine relativ große Liane, die will ich noch mitnehmen.